König Charles, mit diesem Krönungsdetail erfängt große Sorgen. Nur noch wenige Wochen bis zur Krönung von König Charles, 74. Die Kutsche, die der Monarch und seine Gemahlin Königin Camilla, 75, nehmen werden, steht bereits fest, und auch über die Route wurde bereits entschieden. Doch genau die könnte jetzt zum Problem werden. Das Königspaar wird in der Diamant-Jubiläumskutsche vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey fahren. 2012 wurde diese zum 60-jährigen Regierungsjubiläum von Queen Elizabeth, 96, gebaut. Begleitet werden sie auf der Strecke von Streitkräften aus dem gesamten Commonwealth und den britischen Überseegebieten sowie aller Streitkräfte des Vereinigten Königreichs. Auf dem Weg zurück steigen König Charles und Königin Camilla in die goldene Staatskutsche, Engel. Gold State Coach. Diese kam zuletzt beim Platin-Jubiläum der verstorbenen Königin im Juni 2022 zum Einsatz. Das besondere Gefährt wurde 1760 in Auftrag gegeben und erstmals 1762 von König Georg III. Benutzt. Seit der Krönung von Wilhelm IV. Im Jahr 1831 wurde sie bisher zu jeder weiteren Krönung verwendet. Auf der rund 2 Kilometer langen Strecke zur Westminster Abbey und wieder zurück. Meidet das Königspaar weite Teile Londons, so The Telegraph. Im Vergleich dazu war die Strecke zur Krönung von Queen Elizabeth im Jahr 1953 rund 8 Kilometer lang und führte an vielen großen Plätzen vorbei. Dennoch bietet dieser kürzere Weg auch eine Besonderheit, dank der gewählten Strecke besteht für die Glücklichen, die sich einen Platz sichern können, die Möglichkeit, das Königspaar gleich zweimal zu sehen. Denn nach der Krönung nehmen sie den gleichen Weg zurück.